Menschen wirklich untergebracht werden, dass wir die Asylverfahren, sagen wir mal, im Einzelfall gründlich prüfend durchführen, aber dennoch deutlich schneller, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das ist in unserem Interesse, das ist auch im Interesse der Menschen, die zu uns kommen. Also wir müssen nicht nur die nationalen Maßnahmen alle ergreifen, sondern wir müssen auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass wir wieder zu einer einheitlichen Herangehensweise